Hi, ich grüße euch. Und jetzt machen wir die Zauberkombination Übung 2. Wir sind auch hier direkt schon vor Ort. Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel funktionieren? Ah. Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, folge ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn dann ins Schloss zu bekommen. Ich hoffe, du folgst ihm. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. So, dann schauen wir mal. So, machen wir sie erst natürlich mit der Hallo, Luke. Übungspuppe. Was Neues? Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Nö. So. Okay, da. Okay, dann legen wir mal los. Ach hier. Ins Zentrum. Periode. Ausgezeichnet. Sehr schön. Das war jetzt einfach. Okay. Ach hier. Ins Zentrum. Sehr gut gemacht. Okay, und weiter geht's. Ach hier. Ins Zentrum. Video. Ach hier. Ins Zentrum. Sehr geil. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen Danke. dich kämpfen. Also so. Ja, man muss ja eigentlich nicht zu schnell machen, ne? Ich habe gedacht, da müsste man schneller drüber. Also man hat doch auch schon wirklich Danke, Luken. Sekündige Du warst Zeit. sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Ja, da machen wir natürlich wieder beides Hallo, zusammen, Luke. ne? Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, das letzte Mal nicht ohne, ne? Ja, Nati. Dann kann's ja Machen wir losgehen. jetzt bitte mit. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Ja gut, sind ja auch vier, ne? Du sprichst die roten Schilde mit. Ah, okay, mit dem Feuerzauber zum Beispiel. Gut. Lumos. Stufos. Konzentrieren. Lumos. Tegos. Stufos. Im Zentrum. Lumos. Vigios. Ach hier. Ist das etwa alles?
Lumos. Lumos. Das war's mit meiner Welle. Protego. Ach hier. Legion. Incent. Lumos. Legioso. Ach hier. Legioso. Was für ein Duell. Macht richtig Spaß. Was für ein Sieg. Du hast das Turnier gewonnen. Ich bin eigentlich nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Klasse. Revelio. Sehr schön, ja. Das habe ich jetzt doch noch hinterher geschoben. War ja nicht geplant. Aber absolut spitzemäßig. Also das Kämpfen macht schon Spaß. Ja, gut, als nächstes wäre mal dann, jo, wahrscheinlich das hier machen. Ja, mal laufen schon mal ein paar Meter vor. Ja. Ja, also da kommen wir, glaube ich, ganz gut vorwärts. Das größte Talent gewinnt, schätze ich. Gegen einen Neuling verloren? Damit habe ich nicht gerechnet. Du bist unschlagbar, was? Danke, danke. Ja, also die Kämpfe, wie gesagt, das ist echt geil. Das ist sehr witzig. Was ist denn das doch? Revelio. Lumos. Akir. Incendio. Aha. So, nur noch zwei Seiten. Also sowas. Das war Anzünde. Okay, ist doch noch was halt. Jawohl. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan, der Schlagsieger, da einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß wofür. Oh, nur noch eine Sache hier in Hogwarts. Gehe nicht mal davon aus, dass man das auch noch irgendwann findet, ne? So, da gehen wir noch kurz darüber und dann
gucken wir noch kurz was und dann war's das. Ja, das ist auch ein schöner Ort. Falsch. Da will ich hin. Oh. Herausforderungen haben wir jetzt schon 11%. 15% Aufträge. Kampf haben wir da noch gar nichts. Erkundung auch nicht. Gut, das ist jetzt bestimmt, wenn wir in die Dörfer kommen. Handbuchseite haben wir 41%. Das ist ja schon mal top. Sag so, da haben wir Sammle in Hogsmeade 15 Handbuchseiten. Das haben wir dann auch abgeschlossen. Hier, gut, da fehlt noch ein bisschen was. Sammle in Hogsmeade 25 Handbuchseiten. Haben wir erst Annie von 25. Das haben wir ja abgeschlossen. Hier, oh, da fehlt nur noch Annie. Da sind noch gesperrte Herausforderungen. So, Aufträge. Hammer, Belohnung einsammeln. Schließe 4 Aufgaben ab. Das ist erst freigeschaltet. Hier haben wir auch. Also ich würde sagen, sind wir doch ganz gut unterwegs. So, was wollte ich noch gucken? Das sind erst die Aufträge. Sammlung, genau, da wollte ich noch drauf. Ja, genau, das wäre ich irgendwann. Wird noch ein bisschen dauern. Dann mal immer als spezielles Video mache. Falls es jemand interessiert. Wenn man wo alles hätte, aber boah, irgendwo das ist ja einiges. Also Ausrüstung gibt es 89 Sache aktuell. Was ist das? Revelio-Seiten. Na, das sind die besonderen Orte, glaube ich. Genau. Das ist cool. Zauberstabgriffe. Was haben wir hier? Eigenschaften, die du gesammelt hast. Da haben wir ja noch gar nichts. Eieiei. So, hier Beschwörungen. Boah. Was sind Beschwörungen? Ah, so Sachen, wo man Kaffee kann. Also, wo man da grittern. Die kleine Tränkestation und pflanzt dich mit deinem Topf. Boah, ey, 140 Sachen. So, was ist da beim Inventar? Ah, die Hausmarke, da haben wir jetzt noch 2 Stück dabei. Briefe. Ja, da haben wir auch schon ein bisschen was gesammelt, also hier ist anscheinend auch ein bisschen mehr Platz. Kann man, nee, da kann man nichts machen bei Stufe. Aufträge, Eulenpost. Ja. Klasse. Ja, also. Ah, Entschuldigung. Da gucken wir noch kurz rein. Wir haben die Ausrüstung freigeschaltet. Haben wir da was Neues? Nee, Handschuhe nicht. Oh, hier, da haben wir auch nichts Neues. Kopfbekleidung. Nee. Halsbekleidung? Nö. Was war denn das jetzt gerade? Hier, was man gerade hat. Ach, guck mal da. Ist das jetzt erst dazu kommen? Nö.
Ja. Perfekt. Dann wünsche ich euch alles Gute. Danke fürs Reinschauen. Danke fürs Liken. Danke fürs Abonnieren. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.